Wieso solltest du auf keinen Fall einfach nur von Single zu Single denken, sondern wirklich einen langfristigen Release-Plan haben? Das erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Hi, ich bin Yannick von Artistent. Wir helfen MusikerInnen dabei, sich auf eigene Faust eine nachhaltige Karriere aufzubauen und mit ihrer Musik die Welt zu verändern. Deshalb findest du auf unserem Kanal Videos zu sämtlichen dafür relevanten Themen, viele praktische Tipps und echtes Insiderwissen. Und es wird jede Woche mehr. Also, falls du es noch nicht getan hast, dann lass unbedingt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber ab zum heutigen Video. Dass du im heutigen Musikbusiness, gerade als aufstrebender Artist, lieber regelmäßige Singles veröffentlichen solltest, das weißt du sicherlich. Alle 1 bis 2 Jahre ein Album macht heutzutage fast keinen Sinn mehr, es sei denn, du hast wirklich schon eine riesige Fanbase. Alle 6 bis 8 Wochen eine neue Single wäre wirklich ideal. Das verleitet aber leider sehr, sehr viele MusikerInnen dazu, einfach nur von Single zu Single zu denken. Leider ist aber gerade das ein riesiger Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest. Was hieran so falsch ist und wie du es besser machen kannst, das möchte ich dir jetzt kurz erklären. Angefangen damit, warum ein kurzfristiges Denken eigentlich so schlecht ist. Bei super vielen Artists ist nämlich genau Folgendes der Fall. Eine Single ist fertig, diese wird veröffentlicht und dann wird an der nächsten gearbeitet. Man denkt und produziert in diesen Zeiträumen von plus minus 6 bis 8 Wochen, wenn überhaupt. Eine Single ist da, diese wird relativ schnell wieder abgeschrieben und man geht weiter zum nächsten Release. Hieran gibt es aber leider einige Probleme. Das erste Problem ist definitiv, dass dir vielleicht einfach das Material ausgehen könnte. Irgendwas kann dir ja immer dazwischen kommen und wenn du immer nur eine Single nach der anderen produzierst, kann das echt schwierig werden. Was ist, wenn du, warum auch immer, dann doch mal ausfällst, deine Dienstleister länger brauchen als geplant, ein Feature nicht so abliefert wie gewollt oder sonst irgendwas dazwischen kommt? Dann würde eigentlich der nächste Release anstehen, dein Song ist aber noch nicht fertig. Dadurch verzögert sich alles, du musst vielleicht irgendwie überbrücken, dir gehen die Ideen aus und deine Fans bleiben nicht am Ball. So wirst du total zurückgeworfen und kannst nach deiner unverhofften Pause mehr oder weniger wieder bei Null anfangen. Leider werden die Leute nicht ewig auf neue Musik warten, wenn sie noch keine Fanbindung zu dir haben. Allein dieser Aspekt zeigt dir hoffentlich schon, dass du viel langfristiger denken solltest. Und abseits der Produktion spielt natürlich auch das Thema Marketing eine super wichtige Rolle. Natürlich hat jeder Release an sich ein Konzept und in irgendeiner Art und Weise eine Kampagne dahinter. Diese können total unterschiedlich sein, können aber im besten Fall auch aufeinander aufbauen. Und das muss nicht mal inhaltlich sein, sondern einfach in Sachen Strategie. Mit der ersten Single gewinnst du ein paar neue Fans, diese nimmst du mit zur nächsten und gewinnst wieder ein paar neue und so weiter. Dadurch baust du deine Fanbase wie eine Treppe quasi immer weiter auf, Schritt für Schritt und nach nimmt auch das Wachstum an Fahrt auf. Das funktioniert aber natürlich nicht wirklich, wenn jede Kampagne völlig abgeschottet von den anderen stattfindet. Auch hier solltest du also einen roten Faden und eine längerfristige Strategie etablieren. Ansonsten gehst du in x verschiedene Richtungen, insgesamt macht nichts mehr Sinn und deine Fans gehen verloren. Leider passiert genau das bei einem Großteil der Artists da draußen. Man etabliert einfach so eine Art Silo-Denken, lebt von Release zu Release und die älteren Songs sind sofort wieder tot. Einerseits hat natürlich deine Musik deutlich mehr verdient und andererseits hilft dir so eine langfristige Strategie auch wirklich beim Aufbau einer nachhaltigen Karriere. Viel besser wäre es also, wenn du eine langfristige Release-Strategie und bestenfalls sogar Pläne für zum Beispiel ein ganzes Jahr hast. Wenn ich mit Artists arbeite, die vor ihrem ersten richtigen Release stehen, dann stelle ich immer eine Frage. Wie geht's danach weiter und bist du entsprechend vorbereitet? Was ist, wenn dein nächster Release total durch die Decke geht und du darauf aber nicht aufbauen kannst? Dann hast du diese riesige Chance verspielt und wer weiß, ob die so schnell wiederkommt. Das kann dir heutzutage ja mit jedem Release passieren, deshalb solltest du auch immer einen weiterreichenden Plan haben, über diesen nächsten Release entsprechend hinaus. Gerade das ist ja das Geniale an der Musikindustrie, dass eben dein nächster Song immer der eine sein kann. Wenn du allerdings dann nicht vorbereitet bist und darauf aufbauen kannst, dann hast du quasi schon verloren. Dann wirst du mit sehr viel Glück vielleicht noch zu einem One-Hit-Wonder, aber hast deine große Chance einfach verspielt. Ich würde dir also unbedingt empfehlen, denke langfristig und mach dir Release-Pläne über mehrere Monate. Am besten weißt du jedes Jahr ganz genau, wann welche Single veröffentlicht wird und hast schon einige Songs davon komplett fertig in der Schublade. Dann kannst du wirklich mit jedem Release aufeinander aufbauen und dein Wachstum so immer weiter ankurbeln.
Im besten Fall hast du so viel produziert, dass du die Qual der Wahl hast und dir wirklich die besten Songs auswählen kannst. Viele der großen Artists schreiben unzählige Songs und wählen dann nur die absolut besten davon aus. Das wäre natürlich perfekt. Aber wie auch immer deine Situation aussieht, bitte versuch dich von so einem Silo-Denken zu befreien, falls du in so einem feststeckst. Ja, es geht um regelmäßige Singles und diese können auch für sich alleine stehen. Über all dem muss aber unbedingt eine langfristige Strategie stehen, mit der du wirklich nachhaltig wachsen kannst. Am besten sind also die nächsten 12 Monate zum Beispiel immer schon vorausgeplant und du hast mehrere Songs schon komplett fertig produziert. Dann kannst du dir wirklich ein effektives System aufbauen, nimmst dir super viel Druck und kannst richtig durchstarten. Das wäre einfach heute meine große Bitte an dich. Tu dir selbst und deiner Musik den Gefallen. Das war's jetzt aber erstmal wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch unbedingt ein Like da, das würde uns wirklich extrem helfen. Schreib mir in die Kommentare, was du zu diesem Thema denkst, ob du vielleicht in so einem Silo-Denken schon mal gefangen warst oder auch noch bist. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann klick auch unbedingt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.